So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Ja, weiter geht's mit der Quest dem Zirkel folgen. Und ja, finden wir den Innenhof von Leorix Anwesen. So, schauen wir uns mal hier um. Was gibt es hier? Nur solche Ziegenmenschen. Und sonst töte toter Dorfbewohner. Was gibt's da? Ich brauche mehr Zeit. Ja. Oh, jawohl. Okay, Wachturm Ebene 1. Hier ist es echt nice. Früher war das ein richtig guter Ort, um Equip zu farmen, bevor es gepatcht wurde. Also gepatcht wurde, sage ich mal so, dass man jetzt, wenn man mehrmals einen Akt startet, dass man warten muss, glaube ich, irgendwas sowas. Und ja, und es ist auch nicht hundertprozentig da hier, der Turm. Und ja. I need some Elite-Gegners. Mir gefällt nicht, wie der Schuft Lila ansieht. Oh, er ist harmlos. Größtenteils. Ich werde ihn im Auge behalten. Keiner guckt meine Tuss an. Nee, Entschuldigung. Sie ist keine Tuss, sondern sie ist mein Mädchen, würde ich sagen. Also von unserem hier, von unserem Dämonenjäger. Vergeltung! So. Jede Menge Gegners. Stepp! Oh, was guckt, was lacht er mich aus, ey? Was ist mit dir los? Lacht hinten mich aus. Lacht nicht. Ich hasse diese Skelette, die euch nicht auslachen, während ich hier spiele. Das geht gar nicht. So, was gibt's hier? Auch nix. Oh, da ist die prächtige Truhe. Direkt Ebene. Ah, wir sind schon Ebene 2. Ah, okay. Jede Menge Loot. Und was haben wir gekriegt? Nur Müll. So. Aber ich glaube, hier gibt es noch irgendetwas. Irgendwas muss hier noch geben. Außer Gegner natürlich. Hier nochmal der Ausweichschuss zur Demonstration. Oh ja. Jede Menge Gegner. Jede Menge Gegner, jede Menge Gegner, jede Menge. So. Schön bladen. Was gibt na 10 St. Oh Mann. Ich wollte einen neuen Rekord aufstellen. So. Gucken wir uns noch da unten um. Hier gibt's auch nichts. Da oben ist ein Brunnen und ein to tote und jede Menge Gegner. Blut, ha. Haltet der es für selbstverständlich, Gegner zu killen, oder was ist mit dem los? Kopfteil Schrott. Waffenständer, auch nix. Ich brauche mehr Ich Disziplin. verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten? Wenn es wahrlich böse ist, ist ihm das egal. Ja. Aber das Licht ist der Feind des Bösen im übertragenen und wörtlichen Sinne. Da kannst du nichts machen. Die sind so böse, dass sie einfach böse sind und es sind kaum juckt da irgendwie, ob es Tag oder Nacht ist. Ah, und da ist hier der Ausgang. Okay. So. So, gehen wir direkt zu Leorix Anwesen, würde ich sagen. Weil wir hängen mit das. Oh, das ist ein Champion. Ein würdiger Gegner.
wie heißt der? Blähdarm der Mörder. Also Blizzard. Nice Name, ehrlich. Sehr nice. Der Name gefällt mir. Auch, oh, zwei Epics nur einem Gegner. Sehr nice. La la la. Weg. Sterben. So, und eine Truhe. Gürtel. Schauen wir uns aber hier nochmal kurz um. Ich brauche mehr Zeit. Weil so groß ist die Map auch nicht. Ah, guck, da sind zum Beispiel Elite-Gegner. So. Ich brauche mehr Disziplin. Ah, da ist noch einer. Wir Leben haben die 238. Das ist nix. Mein Gepäck ist voll. Oh! Okay. Ich gehe mal kurz. Das würde mich überlasten. Das würde ich wirklich überlasten. Was haben wir denn hier, was ich nicht brauche? Ich gehe mal kurz zurück. So. Kann man uns eigentlich neue Sachen erstellen? Die zeige ich später. Waffen kann ausgerüstet werden. Nee. Und Rüstung. 33, 18. Nee. Nee. Und nee. Okay. Dann lohnt sich's überhaupt gar nicht, hier die Sachen zu entzaubern. Ich verkauf sie. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen für dich. Aber würde ich nicht mit der Waffe mehr Schaden machen? Ich guck's mir mal gleich an. 46, 48. 47, 35. Ja. Ich werde es so benutzen. So, noch reparieren. Die zwei kann ich auch wegmachen eigentlich. Ja. Weg. Ja, der ist besser. Und die tue ich in die Beutetruhe, weil ich das später zeigen möchte. Was haben wir hier? Färbemittel. Ah. Kann ich auch zeigen. Färbemittel ist zum Beispiel hier, kann man eigentlich die Sachen hier färben. Nochmal Kopf. Jetzt haben wir ein weißes Kopf hier. Oder Hose. Und halt grüne. Was gibt's noch, wo man schön grün machen kann? Stiefel. Ja, hier zum Beispiel sowas. Gucken wir mal, ob es beim Händler hier gibt. Schon. Meine Waren sind einzigartig. Ich habe sie aus allen Teilen der Welt zusammengetragen. Ich habe das Spiel jetzt eigentlich schon durch. Und deswegen ist hier jetzt Sonstiges frei. Bei euch ist es jetzt nicht. Dazu müsst ihr erst bei Akt 2. Einfach bei Akt 2 müsst ihr ankommen. Und ja, dann könnt ihr euch auch Färbemittel kaufen. Ich habe hier Akt 2 schon durchgespielt. Und deswegen habe ich es ja schon. Und ja, ich werde mir Blau holen. Davon 6-mal. Ne, 5-mal. Einmal verschwinden. 2, 3, 4, 5. Und jetzt mal schön färben. So. Kopf mache ich weg. Und sonst alles blau. Schulter. Hose. Stiefel. Und Handschuhe. Sieht ein bisschen edler aus, glaube ich. Ja. So ein edler Dämonenjäger ist schon nice. So, nehmen wir den auch noch mit. Ja. So, hier ist noch eine Truhe. Mit gar nichts. Hier ist ein zerstörtes Haus. Leider. Und diese behinderten Bäume. Ehrlich. So. Hier gibt's auch nichts. Dann ja, gehen wir hoch zum Armwesen.
Dieses Land ist schon einmal unter Leoric der Dunkelheit anheimgefallen. Wir müssen es zurückerobern, bevor es wieder geschieht. Ja, der Leoric ist aber schon tot. Aber vielleicht die Magda, die müssen wir noch besiegen, damit hier noch Ruhe herrscht. Ja. So, weg. Missplan. Kleines Scharmützel, gebt mir einen echten Kampf. Ja, aber echte, einen echten Kampf würde ich auch gerne haben jetzt. So, Altar. Oh, Kasra-Köpfe gesucht. Die ansässigen Kasra-Stämme werden zu einer echten Bedrohung. Sie greifen Karawanen an und dringen in Gebiete vor, in denen sie bislang nicht gesehen wurden. Ihr müsst euch für uns um dieses Problem kümmern. Wir werden euch für jeden Kasra-Kopf 25 Goldstücke zahlen. Okay, und ja. Wie es weitergeht und... Jo. Ah, da haben wir noch ein Buch. Den zeige ich auch auf jeden Fall hier jetzt mal. Herrin, ich freue mich zu berichten, dass ich den Willen der Gefangenen aus Wortham gebrochen habe. Die Worte flossen aus ihren Mündern wie Blut aus einer Wunde. Unsere Beschwörer können die Waffe auf euren Befehl hin einsammeln und der Feind wird nichts davon merken. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag und bis später bei Let's Play Diablo 3. Tschüss.